Wir berufen ein Family Meeting ein. Das mussten wir wegen der Valentina-Frage sowieso. Aber jetzt kann auch gleich Problembär Anthony mit abgehandelt werden. Hallo zusammen. Hello Family, ihr habt heute eine Entscheidung getroffen. Welche und warum? Soll ich anfangen gleich? Hau rein. Okay. Ich denke, es ist besser, wenn Valentina geht. Du bist weil Valentina. Weil die Stimmung jeden Abend ein bisschen komisch ist, weil es jedes Mal, jeden Abend ein bisschen ein Trauma gibt wegen Valentina. Wenn es nicht wegen dem Typen ist, ist es wegen dem Mann. Labert, was ihr wollt. Ihr seid sowieso Müll und Fake. Wenn die Mehrheit das beschließt, muss man als Gruppe zusammenhalten. Und deswegen sage ich, okay, ja, yeah. Soll sie gehen. Die gehässigste Person und falsche Person ist definitiv Jessie. Und deswegen finde ich es besser, wenn dieser Fake-Faktor halt nicht mehr da ist. Ich habe noch nie so einen Schmutz auf einem Haufen zusammen gesehen. Und deswegen haben wir so entschieden, dass sie sich verabschieden muss. Was denken die denn, wer die sind? Dass sie bessere Menschen sind oder so? Ja. Ja. Also was Emanuel da redet, ist mir sowieso scheißegal. Ich entscheide mich auf jeden Fall dagegen, weil ich das Ganze jetzt irgendwie nicht fair finde. Klar, ich habe auch meine Bedenken gehabt. Das habe ich auch der Gruppe gesagt, das habe ich auch ihr gesagt. Es haben sich ja eigentlich alle dafür entschieden. Eigentlich auch Jessie, so hat sie uns das gesagt. Das kam ein bisschen überraschend, dass sie dann irgendwie sich zuerst enthalten hat. Und dann meinte sie, nee, sie ist doch nicht dafür, dass sie geht. Sie hat es nicht verdient zu gehen. Ich mag sie. Es ist egal, die Entscheidung ist gefallen, Punkt. Vor allem Nick, ey, jetzt ertönt er so mit hohen Tönen. Du hast doch vorher nie deinen Mund aufbekommen. Was ist das? Ehrlich gesagt, finde ich es sehr witzig, was hier einige Leute wirklich für eine Fake-Show abziehen. Wenn man mit mir gestern im Pool doch so eine coole Zeit hat, man belacht die ganzen Tage und hier meint einer auf Family zu tun und hintenrum was ganz anderes sagt, das ist für mich Fake. Das war ja richtiges Mobbing, was die gemacht haben. Das war mehr als Mobbing. Also, das ist traurig. In der heutigen Gesellschaft sollte es eigentlich sowas nicht geben. Kennt ihr diese Enten und dann die kleinen Entenküken, die hinterherlaufen? So seid ihr für mich. Ja, ist entschieden. Alles gut. Okay, weiter, Anthony, weiter. Vielleicht erkennt er die Freakshow hier drin. Kann gut sein. In Sachen Freakigkeit ist Anthony ja Fachmann. Du fragst, was los ist, Bro. Ja, safe, los dazu, Mann. Ja, die erstens, du fragst mich einmal. Zweitens, du redest nicht unrespektvoll, Mann. Du weißt, hey, ich fucking rede doch straight, ganz wer ich bin, Mann. Kollege. Ich, Anthony, chill, ich rede. Mann, wo ich herkomme, ey, los, zwei los, Sekunden. Los, Anthony, wir wollen da nicht anfangen, Beef. Ich habe warum ganz normal zeige ich mir eben auch die Fresse? Ich habe dir gar nichts. Warum redest du, Bro, wenn ich rede mir? Der ist ja echt ein Herzchen. Ja, wer bist du? Und dann hat er sich auf die Couch hingehockt und hat dann erstmal so wie der Oberplayer sich so hingesetzt und was, wer redest du, wer bist du? Und hat dann auch wieder gegen mir geschossen und dann habe ich gesagt, ey Alter, was ist mit dir los, Junge?